So, wir fahren jetzt ja nach Düsseldorf zum Flughafen. Wir sind ja eingeladen worden nach Monaco zu einem Treffen von Clinuvel. Und ja, in diesem Vlog nehme ich euch komplett mit und zeige euch einfach mal so ein bisschen, ich sag mal, den Weg zur Reise, was wir dann natürlich auch mitnehmen können von diesem Investorentreffen beziehungsweise von diesem kleinen Soiree in Monaco. Ich bin riesig gespannt, freue mich auf das Wochenende grundsätzlich. Und ja, ich nehme euch hier wirklich mit und viel Spaß bei den ganzen Einblicken. So, wir sind jetzt auf jeden Fall gelandet. War gar nicht mehr so sicher, dass wir das überhaupt schaffen. Wir hatten, glaube ich, 3 Stunden Verspätung. Helmuts Flüge wurden auch storniert. 2 Stück hat er gebucht gehabt. Ja, und dann saß man dann im Flieger. Und dann hat der Pilot gesagt, ja, ob wir abfliegen, ist eigentlich gar nicht sicher, weil es ein ganz großer Streik heute in Frankreich eben da ist. Und es sah echt schlecht aus eigentlich. Und er meinte auch, die Wahrscheinlichkeit ist so wie im Lotto zu gewinnen, dass man noch fliegt, so ungefähr. Aber irgendwie hat es dann geklappt und wir sind hier. Ich dachte, der Vlog wäre an der Stelle schon zu Ende. Es wäre auf jeden Fall das kürzeste YouTube-Video ever gewesen. Nee, wir sind in Nizza gelandet. Wir fahren jetzt tatsächlich dann jetzt zum Hotel in Monaco selber. Und schade dann, dass Helmut nicht dabei ist. Ich habe mich riesig gefreut, ihn nochmal zu sehen. Aber vielleicht schafft das ja morgen nochmal. Eigentlich könnte er ja morgen nochmal einen Flug irgendwie buchen. Ja, aber der CEO von Clinuvel, der hat eben auch schon gesagt, dass 20 Leute verhindert sind, eben wegen diesen Flügen. Und trotzdem, ja, bin ich froh, dass wir es jetzt geschafft haben und grundsätzlich euch da mitnehmen können. So, wir sind jetzt auch im Hotel angekommen. Wir haben jetzt, ja, genau 8 Uhr. Und wir gehen jetzt gleich nochmal ein bisschen was essen. Ich zeige euch vielleicht auch mal so ein bisschen das Zimmerchen. Ist eigentlich die Hotelempfehlung, die mir Helmut gegeben hat, beziehungsweise er wäre auch in diesem Hotel gewesen. Grundsätzlich, ja. Ich freue mich auf jeden Fall mal Monaco zu entdecken. Haben hier auch einen schönen Balkon. Ich zeige euch das aber auch mal später, was wir für ein Zimmer haben. Ja, sind hier wie gesagt fürs Wochenende jetzt da. Fliegen Sonntagabend wieder zurück und haben auch ja, gut Zeit. Es ist morgen, haben wir Samstag. Um genau 18 Uhr fängt das dann an. Ist auch hier direkt in der Nähe. Also der Soiree von Clinuvel. Und ja, viele fragen sich natürlich, hey, wie kommt das, dass ich dazu eingeladen werde? Habe ich da die Millionen in den Aktien stecken? Nein, noch nicht. Zumindest was Clinuvel angeht, ist es so zustande gekommen, dass wir, Helmut kennt ja den CEO von Clinuvel sehr, sehr gut und auch privat und hat da tatsächlich eine Freundschaft aufgebaut während Jahren. Und irgendwann hat Helmut dann auch auf die super Idee gekommen, Interviews mit CEOs mal zu machen. Da war Dr. Wolgen einer der ersten. Da haben wir jetzt eine Interviewreihe von 4 Videos, also gerne auch mal abchecken auf meinem YouTube-Kanal, wo wir ihm immer wieder Fragen stellen zu den Zahlen von Clinuvel, zum Thema Mindset als CEO. Und dann hat er mich beim letzten Interview eingeladen nach Zürich oder zur Schweiz, irgendwo war das. Und das ist dann leider ausgefallen, ja, wegen Corona, das war glaube ich im Dezember. Und dann konnte ich glaube ich an dem nächsten Datum nicht und jetzt stehe ich quasi auf der Liste und wurde dann jetzt eingeladen hier nach Monaco, was mich riesig gefreut hat. Habe dann gesagt, hey, ich nehme meine Freundin mit und mache da ja so einen kleinen Trip draus, nehme euch mit, kann euch auch Infos geben zum Unternehmen selber, beziehungsweise nochmal so ein paar mehr Erfahrungen. Das ist ja auch immer anders, wenn man nochmal so ein bisschen das Unternehmen näher kennenlernen und auch Investoren kennenlernen. Also ich weiß gar nicht, wer morgen kommt, ja. Und bin da sehr, sehr gespannt und freue mich, euch ja auch mitnehmen zu können. So, hier mal eine kleine Roomtour vom Hotelzimmer. Grundsätzlich sehr, sehr in einem so einem ja, alten Monaco-Stil gefühlt. Ja, so ein bisschen Mafia-mäßig ist eigentlich nicht so mein Stil, aber ja, wie gesagt, Helmut hat hier eigentlich auch gebucht. Deswegen habe ich das hier auch dann gebucht gehabt. Ja, hier haben wir so ein kleines Wohnzimmer, ja, mit so einem Sofa, dann nochmal hier ein Fernseher. Dann haben wir hier einen Mini-Balkon hier auf der Seite, was auch ganz, ganz nice ist. Und ja, dann gehen wir einmal hier durch und dann haben wir hier auch direkt rechts um die Ecke unser Schlafzimmer. Ja, das sieht auch ganz, ganz nice aus. Wie gesagt, mein Stil ist es jetzt nicht so, dieser ja, altmodischere Stil. Und dann haben wir hier nochmal einen zweiten Balkon. Und dann haben wir hier ja, um die Ecke noch ein Badezimmer, was auch sehr, sehr nice aussieht. Ja, alles aus Marmor. Und ja, Toilette, glaube ich, brauche ich euch nicht zu zeigen, aber hier auch mal einen kleinen Einblick ja, ins schöne Zimmer. Und ja, ich freue mich. Also so sieht das Hotel von außen aus. Das trifft auf jeden Fall meinen Geschmack. Von innen nicht so, aber von außen muss man wirklich sagen, hat der Helmut da wirklich einen exzellenten Geschmack. Sieht echt extrem beeindruckend aus. Sehr, sehr nice. Also so stellt man sich auf jeden Fall Monaco vor. Casino, überall dicke Autos. Schöne Frau natürlich, nur meine. Und crazy, sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Ich war noch nie hier. Also gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal hier wart. Und ja, wir suchen jetzt erstmal was Feines zum Essen.
Dann holen wir uns wieder das Geld vom Hotel zurück, indem wir ins Casino gehen und es zurück erzocken. Nein, Spaß. Ich denke, das wird nicht funktionieren. Aber ja, wir suchen jetzt erstmal was. So, wir haben was Essen gefunden. So richtig geil. Trüffelpasta. Meine Freundin, wie heißt das? Kanamari. Sie würde gefilmt werden. So ein bisschen inspirieren lassen im Yachthafen von Monaco. Also wirklich Wahnsinn, wenn man denkt, was das für Dimensionen sind. Ja, also wie viel sowas kostet, überhaupt eine Woche mal so ein Yacht zu haben. Das ist wirklich krass. Aber ich finde es immer inspirierend, darüber nachzudenken, ja, was haben diese Leute grundsätzlich erreicht? Wie schafft man sowas? Ne? Unternehmerisch, ja, investmenttechnisch. Ich finde das immer sehr, sehr inspirierend. Und ja, laufe auch gerne durch solche Häfen oder na, guck mir sowas sehr, sehr gerne an. Der zweite Tag in Monaco, das erste Mal in Monaco bei Licht, da gestern Abend relativ spät angekommen. Und was machen wir heute? Ja, erstmal so ein bisschen durch die Stadt schlendern, vielleicht ein bisschen shoppen bzw. ein bisschen in die Geschäfte gucken, vielleicht das ein oder andere kaufen, aber ich denke ja nicht. Der Trip hier ist schon teuer genug. Und um 18 Uhr fängt das Investorentreffen an. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil es doch nur in Anführungszeichen 60 Leute dann sind. Eigentlich 80 waren geplant. Davon sind natürlich jetzt 20 verhindert wegen den Flügen gestern. Schade, deswegen 60 Leute, ist ja gar nicht so eine große Runde. Und deswegen bin ich mal gespannt, auch wie ich mit meinem Englisch zurechtkomme. Meine Freundin lacht mich immer aus, wenn ich versuche, Englisch zu sprechen. Nicht wahr? Wie findest du mein Englisch? Nicht gut? Super. Super, ja. Ich glaube tatsächlich, wir haben auch die Location schon entdeckt. Meinst du, das ist da? Die sehen alle gleich aus. Aber sowieso, wir haben noch Zeit. Wir haben jetzt 11:30 mittags, haben wir jetzt gut gefrühstückt im Hotel und muss sagen, Monaco gefällt mir richtig gut. Also fühle ich mich extrem wohl, einfach weil es ja, sehr sauber ist. Das ist uns gestern auch schon aufgefallen, sehr sauber. Man fühlt sich sehr, sehr sicher hier. Wir sind gerade in so einem schönen Monaco-Park direkt vor unserem Hotel. Gehen jetzt ein bisschen in die City und nehmen euch da ein bisschen mit. Haben wir das Casino. Rolex, ganz wichtig, muss man immer vorbeigehen als Uhrenliebhaber. Da ist Louis Vuitton, gehen wir auch gleich rein, einfach mal um zu gucken. Ich mag das einfach so rumzuschlendern, ganz hier anzuschauen. Also die Autokulisse ist auch wirklich absolut verrückt. Man sieht hier nur geile Autos. Ich meine schon zu meiner Freundin, also wenn man denkt, man hat viel Vermögen, komm nach hier, dann fühlst du dich auf jeden Fall wieder, ja, wie soll ich sagen, finanziell erweiterbar. Es ist wirklich Wahnsinn, was das alles hier kostet. Auch restaurantmäßig und so, aber lohnt sich. Also wirklich alles feinste Qualität. Gestern waren wir da bei einem griechischen Essen, auch sehr zu empfehlen. Extrem, extrem lecker gewesen. Und ich denke, wir gehen jetzt erstmal bei Rolex kurz rein. Das ist eigentlich so eine Routine von uns. Egal wo wir sind, ja, sofern es sprachtechnisch geht, gehen wir bei Rolex rein. Und ja, gucken mal, ob irgendwas möglich ist. Aber grundsätzlich, die Uhren sind eh nie verfügbar, von daher ist das relativ nur für den Spaß. Ja, und meine Freundin hat ja noch keine Uhr. Wird irgendwann wahrscheinlich auch mal eine schnappen. Na, hier sehen wir auf jeden Fall mehr Modelle. Das sind in den üblichen Rolex-Stores. Wir gehen jetzt mal rein. So, und jetzt gehen wir mal zu einer meiner Lieblingsaktien, Louis Vuitton, LVMH. Keine Schlange, das ist ja Wahnsinn, aber wir haben auch noch früh. Aber normalerweise hat man da immer grundsätzlich Schlange. Aber umso besser, da müssen wir nicht warten. Jedes Mal dasselbe. Nee, eigentlich nicht jedes Mal dasselbe. Ganz, ganz lustig, waren Schuhe da, die ich schon länger mal haben wollte. Bei Louis Vuitton gibt es eigentlich nie Rabatt. Es war auch normalerweise kein Rabatt, aber die Frau meinte dann so, ja, irgendwie sind die Preise günstiger. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, ob es ein Fehler war. Und ja, ganz nice. Habe ich gesagt, ja gut, das ist okay. Aber naja, was will man machen? Man lebt nur einmal. Man muss ja auch die Aktien unterstützen. Man muss ja auch irgendwie dafür sorgen, dass die Dividenden weiter ausgezahlt werden. Meine Freundin hat mich jetzt eben gerade gefragt, was Clean Valley überhaupt macht. Sie hat das schon ein bisschen ergoogelt. Und deswegen erkläre ich ihr das jetzt und lasse es auch hier so ein bisschen in den Blog einfließen, dass die Leute, die vielleicht Clean Valley nicht kennen, so einen Mini-Impuls bekommen, so einen kleinen Einblick bekommen, in einfacher Sprache, was Clean Valley unter anderem so macht. Aber natürlich auch wieder die ganze Empfehlung an dich, wenn du hier zuschaust, den Blog auch zu Ende geguckt hast.
vielleicht sagst, ey, das ist ja richtig cool, was Kinowelt macht, bitte immer selber recherchieren, bitte immer das Thema Aktienanalyse selber machen, zum Investment Case kommen. Wenn du da Probleme hast, ja, wenn du sagst, hey Maxim, ich habe da keinen roten Faden, ja, du weißt noch gar nicht, wie das Ganze funktioniert mit dem Thema Aktienanalyse, dann melde dich gerne für einen kostenlosen Börsencheck-Up-Call. Das heißt, da werden wir erstmal prüfen, wo du stehst, und wenn dann alles passt, dann setzen wir beide uns zusammen, gucken uns eben deine Situation an, und dann kann ich dir eben auch erklären, wie du Schritt für Schritt das Thema Aktienanalyse für dich meistern kannst. Deswegen geh da jetzt gerne unten oder nach dem Video dann auf den Link und trag dann das kurze Formular aus. Dauert so ungefähr 3 Minuten, dann sehen wir uns vielleicht bald. Also im Endeffekt, das ist ja ein australisches Unternehmen, und die haben halt angefangen damit. Es gibt halt wirklich eine sehr, sehr seltene Krankheit. Das gibt es auch nicht so oft auf der Welt. Es sind nur ein paar Millionen Leute oder sogar unter 1 Million Leute, die das haben auf der ganzen Welt. Das ist so eine Lichtkrankheit. Die können halt überhaupt nicht nach draußen. Die müssen meistens in dunklen, isolierten Kammern leben, weil die halt wirklich Schmerzen bekommen. Ich habe mir da auch so Erfahrungsberichte durchgelesen von Leuten, die im Endeffekt jahrelang so in der Dunkelheit waren, dann wieder angefangen haben. So, sowas können die gar nicht machen, zum Beispiel. Und Clinovel hat zum Beispiel ein Produkt, das ist eben CNS. Damit helfen die halt den Leuten, wieder ein normales Leben zu führen. So, das ist quasi das, was das Hauptding ist. Grundsätzlich funktioniert das auch sehr gut. Ich habe, wie gesagt, auch Erfahrungsberichte gelesen von Leuten, die dann wieder rausgehen konnten, teilweise mit nur noch ein bisschen Schmerzen, dass sie halt wieder Urlaub machen können oder generell im Haus gehen können. Jetzt, was sie jetzt angefangen haben, also CNS ist das Medikament an sich, und die haben auch dann eben herausgefunden, dass dieses Medikament auch gegen andere Sachen hilft, ne? Zum Beispiel gegen Schlaganfälle und. Das setzen die auch jetzt in verschiedenen Bereichen ein. Plus, und das testen die wahrscheinlich gleich auch heute Abend, beziehungsweise präsentieren die uns nochmal, die wollen jetzt eher auch so in diesen normalen Beauty-Markt rein. Das heißt, dass die halt dadurch, dass sie so viel Expertise gesammelt haben, bei dem Thema Haut, bei dem Thema Haut schützen kann, Veralterung und, haben die halt sehr, sehr verschiedene Cremes. Ich weiß jetzt auch nicht, was die jetzt schon alles raus haben. Das werden sie wahrscheinlich heute Abend auch testen. Also die haben uns ja auch gefragt, welchen Hauttyp wir haben, wie viel Sonnenbrand wir hatten, dass die dann quasi das rausbringen, auch über Influencer, dass man dann diverse Produkte hat. Und das ist halt schon mal so das Kerngeschäft. Die Besonderheit ist halt eben bei Clinovel, die sind halt schon so weit, dass sie schuldenfrei sind, sehr profitabel sind, sehr, sehr gutes Geschäftsmodell haben. Ne? Und das ist im Endeffekt so, warum ich das Unternehmen auch so spannend finde. Und dann auch gerne bereit bin, dafür so zu reisen. Also an sich, Monaco wirklich sehr empfehlenswert. Man kann super viel machen. Wir sind natürlich jetzt nur das Wochenende da. Das ist natürlich absolut sehr, sehr kurzfristig ist. Kann man jetzt nicht so viel machen, aber also ich habe selten so einen Ort gesehen mit so einem coolen Vibe, der so ein bisschen an James Bond und, ja, wie soll man das beschreiben, so ein bisschen James Bond, ja, einfach so ein Vibe einfach. Ich kann euch hier auch mal die Location zeigen. Ja, meine Freundin sagt, ich soll sagen, eine Mischung aus Barcelona und Paris. So ist es auch effektiv. Überall so schöne Brunnen, super, super sauber alles. Da vorne ist der Casinoplatz, da tümmelt sich wirklich einiges. Überall schöne Palmen, ja, das Meer ist direkt nah. Also wirklich ein sehr, sehr cooler Wald. Ich sag auch gar nicht so auf dem Schirm, ich dachte immer, wow, ja, es ist ein bisschen overhyped und so. Aber wirklich sehr, sehr, sehr schön. Hotel auch sehr gut. Wir gehen jetzt mal ein bisschen zum Pool, denke ich. Mal noch ein bisschen was einkaufen, dann zum Pool. Dann sonnen wir ein bisschen da. Und dann würde ich sagen, geht's dann auch gleich los Richtung fertig machen und dann auch zum Soiree von Clinovel, wo ich wirklich super gespannt drauf bin. Und da muss ich natürlich mal schauen, ob ich da filmen kann, was ich filmen kann. Da ist natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr, dann irgendwas zu posten, was man nicht posten darf. Da bin ich natürlich auch immer sehr diskret bei sowas. Aber natürlich kann ich euch da einiges mitnehmen. Auf jeden Fall auf der Einladung steht einmal Soiree, Spaß, irgend so ein Starkoch kommt, kocht für uns. Also wirklich absolut das Beste vom Besten. Aber das ist, meine ich, mit Vibe. Ich fühle mich einfach wohl hier. Also wirklich sehr, sehr cool. Sehr, sehr nice. Viel Natur. Viele schöne Gebäude, sehr sauber, gefällt mir. Ist natürlich alles sehr teuer, muss man auch dazu sagen. Also Restaurants, sehr teuer. Aber ich muss sagen, wir waren gestern bei einem griechischen Essen. Wie ist das nochmal? Gaia, ne? Sehr, sehr gut, das ist sehr teuer. Aber ich muss sagen, selten so lecker gegessen. Zumindest was das Gericht angeht, was ich gegessen habe. Super, super gut. Und deswegen lohnt sich auf jeden Fall, mal ein Wochenende nach hier zu kommen oder mal ein paar Tage mehr. Ich denke, wir kommen auch nochmal zurück und erkunden dann mal ein bisschen mehr auch die Stadt. Da haben wir jetzt nicht so viel Zeit.
aber sehr, sehr cool. Und grundsätzlich das Thema Reisen wollte ich auch noch mal ein bisschen hier einbauen. Finde ich sehr, sehr wichtig als Investment in euch selbst. Egal, wo ihr steht, ja, das Leben ist vergänglich, die Zeit geht sehr, sehr schnell vorbei. Und wenn man halt nur spart, nur investiert, nur das Geld bei sich behält, keinen Spaß hat, ich sag mal, nichts von der Welt sieht und dann irgendwann ja, merkt, okay, jetzt ist es vielleicht zu spät, wenn man in einem Alter ist, wo es vielleicht gesundheitlich nicht mehr geht, das kann sich auch jederzeit ändern. Deswegen sage ich, nehmt auch Geld in die Hand, geht raus in die Welt, entdeckt Sachen, macht schöne Dinge. Ein bisschen laut gerade. Und seht das nicht immer als Ausgabe. Aber das ist oft mental so, dass die Leute einfach alles als Ausgabe sehen und gar nicht checken, wie wertvoll es ist, auch mal andere Sachen zu sehen. Mir hilft das extrem, wieder hier zu sein. Mir hilft das zum Beispiel wieder extrem, diese Reise. Ja, es ist mit einige, also es kostet einiges, aber mir hilft das extrem, wieder einfach nochmal zu realisieren, ja, was es für Dimensionen gibt. Ja, und einfach auch neue Ziele zu setzen, größere Ziele zu setzen, mehr Gas zu geben. Also mich pusht das immer, auch so kleine Wochenendtrips kann ich euch schnell empfehlen, das zu machen. Vor allem, wenn ihr hart arbeitet, wenn ihr investiert, wenn ihr Gas gebt. Natürlich, wenn ihr nichts macht und nur chillt, dann ist es klar, dass ihr schlechtes Gewissen habt. Aber wenn ihr gut arbeitet, dann gönnt euch was. So sieht es tatsächlich aus, wenn wir auf unser Hotel zugehen. Das komplette Ding hier, also wirklich ein sehr, sehr schönes Anwesen. Wir gehen jetzt gleich noch etwas schwimmen und dann geht's los mit dem Clean Novel Story. Wirklich wunderschön gemacht, also wirklich alles super sauber. Sieht immer sehr, sehr unreal aus. So, müssen den Vibe im Hotel festhalten. Alles sehr, sehr, wie soll man sagen, wie nennt man diesen Stil? Barock. Jetzt los. In einer Viertelstunde geht das Investorentreffen los und ich freue mich. Down and 9% always under 10%
reaches regulatory for launch state. So, wir sind jetzt gerade wieder im Hotel angekommen. Also der Abend war extrem, extrem gut, wie ich auch schon auf Instagram gepostet habe. Es war wirklich toll. Also da waren Investoren aus der ganzen Welt, aus England, aus Amerika. Super, super coole Leute kennengelernt, coole Gespräche gehabt. Hab's ein bisschen bereut, dass mein Englisch so eingerostet ist, eingestaubt ist. Aber hat trotzdem irgendwo geklappt. Waren eben auch Leute da, die Deutsch gesprochen haben, die Französisch gesprochen haben. Und dann gab es halt verschiedene Vorträge. Ja. Einige Sachen habt ihr bestimmt jetzt auch schon gesehen im Vlog. Es gab eine Q&A mit Philipp Wolgen. Es gab verschiedene Mitarbeiter, die auch eben von Clinovel über ihren Weg dort gesprochen haben, über die nächsten Steps bei Clinovel. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also im ersten Interview hat Dr. Philipp Wolgen eben schon gesagt, dass seine Mitarbeiter und die Kultur eben ein bisschen anders ist, dass die Leute da sehr, sehr begeistert sind. Jetzt habe ich auch mit vielen Mitarbeitern von Clinovel sprechen können und ich muss sagen, das ist wirklich so. Also es ist nicht einfach irgendein Geschwafel, es ist wirklich sehr, sehr toll. Ich habe definitiv Lust, grundsätzlich mehr zu investieren bei Clinovel. Da werde ich euch aber auch auf dem Laufenden halten. Und habe auch nochmal mit ihm gesprochen, mit dem Dr. Philipp Wolgen. Der hat eben Lust, sowas auch mehrmals zu machen. Und auch mal, das war jetzt ein geschlossener Kreis auf Einladung. Ja, viele haben auch gefragt, hey, wie kann man da hinkommen? Das war jetzt wirklich nur durch Netzwerk grundsätzlich, weil wir auch mehrere Interviews gemacht haben auf meinem YouTube-Kanal, wurde ich eben eingeladen. Aber es ist eben auch Interesse da von Clinovel, da mal mehr Leute und auch Leute vielleicht reinzuholen, die an sowas teilnehmen können, die ja noch keine Aktionäre sind, aber die zukünftigen Aktionäre sein könnten, damit Leute auch mal verstehen, was Clinovel überhaupt macht. Und da ist es so, dass ich auch gesagt habe, ich helfe da gerne mit meiner Reichweite auf Social Media. Und da hat er eben gesagt, hey, ich soll ihm mal eine Mail schreiben und dass man da eben in Frankfurt was gemeinsam machen kann. Und deswegen, ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden, wenn da irgendwie was Neues ist. Aber wie gesagt, es war wirklich ein toller Abend. Auch nochmal Dank an Clinovel. Dank an Dr. Philipp Wolgen für die ganze Organisation. Also er hat wirklich an nichts gespart. Es war absolut exzellent. War am Ende dann auch noch eine Opernsängerin da. Es war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also einer der besten Wochenende dieses Jahr, muss ich sagen. Und ich hoffe, ich konnte euch da gut einen Einblick geben. Ja, schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie euch dieser Einblick gefallen hat. Und genau, ich denke, ich werde morgen dann auch nochmal ein bisschen von Monaco mitvloggen. Und genau, bis dann. So, der letzte Tag. Wir haben heute Sonntag. Haben ein bisschen länger geschlafen, weil es gestern ja noch ganz, ganz spät geworden ist. Und heute gehen wir noch ganz gemütlich was frühstücken. Unser Flug geht abends spät. Genau, dann entspannen wir noch ein bisschen hier in Monaco. Nehmen wir euch noch ein bisschen mit, ein paar kleine Einblicke. Dann gibt es gleich auch noch mal ein kleines Fazit, wo ich auch noch mal ein paar Learnings ja, vom gestrigen Abend zusammenfassen werde. Euch auch noch mal ein bisschen mitgeben werde, ja, was so die wichtigsten News bzw. die wichtigen Erkenntnisse eigentlich waren. Ja, also grundsätzlich jetzt nicht komplett alles, ja, aber trotzdem einige Sachen. Deswegen bleibt auf jeden Fall noch dran. So, meine Lieben, ich würde sagen, ich filme hier ein finales Fazit zu dem ganzen Thema und ja, was ich euch grundsätzlich auch natürlich mitgeben kann von diesem Abend. Natürlich, ihr müsst wissen, ich darf einige Sachen natürlich nicht teilen, die dort veröffentlicht worden sind, weil da auch einfach Sachen besprochen worden sind, die jetzt noch nicht so öffentlich gemacht worden sind von Clinovel. Das werde ich natürlich auch nicht machen, aber seid auf jeden Fall gespannt. In der nächsten Zeit werden da einige spannende Sachen eben von Clinovel verkündigt. So. Learning Nummer 1 ist ganz, ganz klar für mich, dass das Netzwerken ja, und das Geld ausgeben fürs Netzwerken extrem wichtig ist. Ja, dieser Trip hat grundsätzlich ja, Anreise, Hotel, alles ne, sehr, sehr viel gekostet. Und auch in meiner Vergangenheit habe ich immer sehr, sehr viel Geld investiert, um auf Seminare zu gehen, um irgendwie rumzukommen, irgendwie Leute kennenzulernen. Irgendwo muss man anfangen. Und Netzwerken ist wichtig und das wissen auch viele, viele Leute. Aber was ich so ein bisschen gemerkt habe, ja, die meisten Leute, die wollen einfach direkt die Leute kennenlernen, direkt Bombennetzwerk aufbauen, ja. Und fragen beispielsweise dann einfach, hey, kann ich den kennenlernen, kann ich dies machen, aber so funktioniert das nicht. Du musst es wirklich long-term sehen, wie den Aktienmarkt im Endeffekt. Du musst mal auf ein Seminar irgendwo gehen, musst dich in ein Netzwerk einkaufen. Ja, das ist eigentlich das Schnellste, was du machen kannst. Das ist auch beispielsweise in meinem Coaching ganz einfach möglich. Da hast du eine Community, da gibt es auch Events, da gibt es auch Seminare, da kannst du halt auch Leute kennenlernen. Da kommst du mir und meinem Netzwerk zum Beispiel auch näher. Das heißt, das sind eigentlich so die ersten Sachen, die ich immer machen würde.
grundsätzlich ins Netzwerk zu investieren, weil gestern ja, waren wirklich Milliardäre da, Millionäre da, Family Offices da, Leute aus der ganzen Welt. Ja, und die Gespräche, die man da führen kann, ich sag mal, den Zugang, den man da bekommt, der ist schon wirklich Wahnsinn. Und das ist halt wirklich sehr, sehr inspirierend. Deswegen, ja, Learning Nummer 1, investiere definitiv in ein Netzwerk und hör auf rumzugeizen, wenn du wirklich nach vorne kommen willst. So. Und sehe sowas dann, ja, wie Seminar oder wie sowas, ich sehe es als ganz, ganz großes Invest. Sogar ein Invest, was ich mit euch teilen kann, weil ich hier diesen Vlog auch noch machen konnte. Deswegen hat sich das wirklich alle einmal extrem, extrem gelohnt. Dann Learning Nummer 2. Dr. Wolgen hat auf seiner Präsentation gesagt, er hat solche Events wie gestern damals machen müssen, weil die Firma fast ja, pleite gegangen ist. Hat auf solchen Events im Endeffekt dann Investoren versammelt, ja, Gelder eingesammelt, um die Firma am Laufen zu halten. Jetzt, gestern konnte er das Event machen aus Spaß. Das hat er auch gesagt, wir brauchen kein Geld. Wir machen das ja wirklich einfach nur mal etwas zurückzugeben, auch über Klinovell aufzuklären, dass mehr Leute von Klinovell erfahren, das verstehen, weil das ein wahnsinnig gutes Projekt ist. Und das ist Learning Nummer 2. Man braucht halt wirklich den langen Atem. Ja, weil viele Aktionäre, die vor Ort waren, die sind schon seit über 10, 15 Jahren bei Klinovell beteiligt. Ja, und die haben alle einen sehr, sehr guten Profit gemacht. Aber eben nicht über ein paar Jahre, nicht über 5 Jahre, nicht über 6, 7 Jahre, sondern wirklich über Jahre und Jahrzehnte und es geht weiter. Eine Klinovell steht immer noch ganz am Anfang. Das heißt, du brauchst grundsätzlich einen langen Atem bei deinen Investments und du musst eben auch an dein Projekt glauben. Weil die meisten Unternehmer, in dem Fall hat es Dr. Wolgen ja auch damals schon geleitet, Klinovell, die würden in solchen Momenten, wo sie fast beide gehen, aufgeben und sagen, ja gut, das war's, ich ziehe mich zurück. Aber Dr. Wolgen ist jemand, der ist wirklich ein Vorzeige-CEO, muss man sagen. Sehr, sehr inspirierend und deswegen habt da einen langen Atem. Dann Learning Nummer 3 ist, das Management und die Unternehmenskultur ist wirklich entscheidend. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Schon im ersten Interview mit Dr. Wolgen hat er erzählt, dass sehr viele Leute, sehr viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sehr lange bei ihm arbeiten. So. Und jetzt hatte ich auch die Möglichkeit, mit Mitarbeitern zu sprechen und es ist wirklich so. Ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die war ist ja bei Samsung, jetzt ist sie seit 6 Monaten bei Klinovell und die hat genau das bestätigt, ohne dass ich sie gefragt habe, hat sie gesagt, ey, diese Stimmung bei Klinovell, dieses familiäre und diese Vision dahinter, das hat mich auch nochmal bestärkt. Das heißt, wenn du Aktienanalysen machst, achte vor allem auf das Management und auf die Kultur. Ja, was will das Unternehmen erreichen? Ist das alles starr, nur um Profit zu machen oder steht da wirklich etwas hinter? Weil ein gutes Unternehmen, das denkt primär nicht an die Profitmaximierung die ganze Zeit, sondern immer erst daran, wie sie zum Beispiel durch ihr Produkt, durch ihre Dienstleistung den Menschen helfen können. Und dann ja, maximiert sich der Profit viel, viel schneller, viel, viel besser, viel, viel nachhaltiger, als wenn man einfach nur immer aufs Geld achtet. Sehr, 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 sehr wichtiges Learning. Dann habe ich noch ein Learning für euch und das ist grundsätzlich das Thema Risiko. Das ist etwas, was ich auch an Dr. Wolgen sehr, sehr schätze, dass ihr, egal wie gut es läuft mit eurem Unternehmen, mit eurem Leben, mit euren Aktien, immer aufs Risiko achtet, immer den nächsten Schritt euch überlegt ja, und einfach sagt, okay, was könnte meiner Idee, meiner Aktie im Weg stehen? Ja, dass man sich nicht zu sehr von der Euphorie leiten lässt, auch ganz, ganz wichtiger Punkt. Dr. Wolgen erklärt das immer so, dass er durch die Fliegerei quasi grundsätzlich so vorsichtig geworden ist, weil in der Fliegerei, wenn du da in der Luft bist, da darfst du nicht euphorisch sein, da kannst du nicht, dir nicht erlauben zu sagen, geil, wir sind jetzt in der Luft und alles ist cool, sondern du musst fokussiert sein, damit du keine Fehler machst. So. Das ist auch ein wichtiger Punkt und ansonsten, wie gesagt, ich könnte hier eine Liste aufzählen, die wirklich sehr, 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 sehr lang ist, aber das sind so die essentiellen Sachen. Wie gesagt, ich kann über die Unternehmensnews nichts sagen, will auch nichts sagen, das macht man nicht, aber Klinovell steht meiner Meinung nach immer noch als Unternehmen am Anfang, in Anführungszeichen, großartiges Unternehmen. Ja, und ich denke auch, ich werde da nochmal aufstocken die nächste Zeit und wie gesagt, keine Anlageempfehlung, bitte selber analysieren. Und jetzt ja, neigt sich der Vlog dem Ende zu. Ja, schreibt mal gerne unten in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt, ob ich sowas mal öfters machen soll, ja, wenn ich unterwegs bin, ein bisschen vloggen, Learnings mitnehmen. Hinterlasst dem Video einen Daumen nach oben, kommentiert. Also ich will wirklich mal ein paar Kommentare von jedem sehen, beziehungsweise jeder soll mal hier kommentieren, weil die Leute sind extrem faul, ja, kommentieren selten, liken selten, dann erwarten sie halt immer neuen Content. Deswegen zeigt mal, dass ihr wirklich Bock drauf habt und dann wird in nächster Zeit auch vielleicht mehr aus diesem Nähkästchen geplaudert. Wir sehen uns, bis dahin.